Vielen Dank, Frau Schütz, für die Einführung und danke schön für die Einladung. Ich arbeite jetzt im Grunde 12 Jahre zur FIFA-WM in Katar und in Russland. Das war ja damals die Doppelvergabe und freue mich, dass ich hier kurz Stellung nehmen kann, wobei 10 Minuten also wirklich nur ermöglichen, über die Punkte ganz schnell hinzufliegen. Ich werde nicht in Details gehen können, da stehe ich aber gerne dann für Fragen zur Verfügung. Es ist auch deshalb schwierig, in Details zu gehen, weil man eigentlich erstmal eine ganze Menge Fehlmeldungen in der Öffentlichkeit abräumen muss. Ich muss gestehen, dass ich mich teilweise inzwischen für die deutschen Medien schäme, die völlig ungeprüft irgendwelche Schätzungen übernehmen. Also wenn 6.500 Bauarbeiter beim Bau der Stadien, wie die Tagesthemen.de noch Anfang dieser Woche gemeldet haben, nach Schätzungen ums Leben gekommen wären beim Bau der Stadien, dann wäre die WM längst abgesagt. Dann würde ich hier auch nicht sitzen und Sie alle auch nicht. Das ist, Sie hatten das ja am Anfang gesagt, Frau Engler-Stark, dass es da eine sehr große Spanne gibt. Das ist völliger Quatsch. Ich kann aber jetzt nicht in der kurzen Zeit im Detail die ganzen Zahlen erklären. Es sind unter 100. Es sind plus minus 40, die beim Bau der Stadien ums Leben gekommen sind. Und auch nicht nur direkt beim Bau, da sind auch Hitzetote oder mögliche andere Todesfälle mit dabei, Wegeunfälle und anderes. Jeder Tote ist einer zu viel, aber es ist nicht jeder Tote eine Menschenrechtsverletzung und es sind vor allen Dingen keine Tausende, das ist völlig falsch. Ich will kurz drei Phasen unterscheiden bei einer Sportgroßveranstaltung. Es geht immer einmal um die Vergabeentscheidung, dann geht es um die Frage, was passiert zwischen der Vergabe, bis die Veranstaltung stattfindet. Und um die Veranstaltung selber. Wir sind im Moment ja ganz kurz vor der dritten Phase. Zur Vergabe kurz, die FIFA hat im Jahr 2010 diese Entscheidung gefällt, ohne sich um die Menschenrechtssituation zu kümmern. Das war in sich eine falsche Entscheidung. Die Vergabekriterien damals sahen auch solche Aspekte überhaupt nicht vor. Was wichtig ist, was inzwischen passiert ist, dass die FIFA und nicht nur die FIFA, sondern auch andere Sportorganisationen und auch das Internationale Olympische Komitee ihre Vergabekriterien geändert haben, den ganzen Vergabeprozess geändert haben und eine solche Vergabe nach dem, was jetzt an Anforderungen auf dem Tisch liegt, nicht mehr vorkommen wird. Das ist ganz wichtig. Das ist zumindest schon mal durch die Vergabe an Katar und die anschließende Diskussion ausgelöst worden, dass sich dort die Vergabegrundlagen geändert haben. Das ist der eine Punkt. Wir sind halt im Moment im Jahr 2022 dabei, die Sünden der Vergangenheit abzuarbeiten, sowohl Beijing im Februar, die Winterspiele, die sind 2015 vergeben worden, Katar 2010, da galten diese Bedingungen, wie sie jetzt inzwischen bei IOC und FIFA Grundlage sind, noch nicht. Und deshalb wird da teilweise noch über Vergabebedingungen diskutiert, die aber inzwischen grundlegend geändert wurden. Dann zur Frage, was ist denn neben der Änderung der Vergaberichtlinien des Vergabeprozesses passiert seit der Vergabe? Es hat relativ bald nach der Vergabe einen Aufschrei gegeben, wegen der Menschenrechtssituation bei den Migrantenarbeitern, insbesondere auf dem Bau, weil die auch besonders gefährdet sind. Bauen ist eine gefährliche Industrie, ein gefährliches Handwerk. Und es hat Aktionen von den Gewerkschaften, insbesondere von der Internationalen Bauarbeitergewerkschaft und von Menschenrechtsorganisationen gegeben. Ich arbeite seit 2014 eng mit der Internationalen Bauarbeitergewerkschaft Amnesty International und Human Rights Watch in einem Verbund zusammen. Das war also noch mehr als jetzt nur diese 4 Jahre, die ich ehrenamtlich in diesem FIFA-Menschenrechtsbeirat war. Und habe insofern den ganzen Prozess begleitet. Am Anfang ging es darum, dass die Zivilgesellschaft versucht hat, Druck auf die FIFA zu machen und zu sagen, liebe FIFA, du bist nicht nur verantwortlich für die 4 Wochen, die die WM stattfindet, also die dritte Phase dieser Großveranstaltung, sondern du bist aufgrund deiner Vergabeentscheidung auch verantwortlich dafür, was dazwischen passiert, wie die Stadien gebaut werden. Am Anfang wollte die FIFA das nicht akzeptieren, sondern hat gesagt, nee, nee, also wie die Stadien gebaut werden, wir mieten die ja nur im Jahr 2022. Der Druck hat aber dazu geführt, dass die FIFA 2016 das geändert hat, ihre Haltung praktisch umgekrempelt hat. Sie hat akzeptiert, dass auch für Sportorganisationen und solche Sportveranstaltungen die im Jahr 2011 verabschiedeten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte gelten, die ein klares Verfahren vorgeben. Erstens, wer ist für was wie verantwortlich? Basis ist das unter anderem für das deutsche Lieferkettengesetz, was ab 1. Januar in Kraft tritt. Also deshalb haben Sie alle wahrscheinlich schon mal irgendwie davon gehört.
Und aber auch, was heißt diese Verantwortung und was muss dann geschehen und welche Prozesse müssen eingeleitet werden, um dieser Verantwortung gerecht zu werden? Die FIFA hat im Februar 2016 ein Menschenrechtsbekenntnis in ihre Satzung aufgenommen. Sie hat einen Menschenrechtsmanager eingestellt. Sie hat eine Menschenrechtspolicy gemacht und sie hat vor allen Dingen angefangen, in Verhandlungen mit den verantwortlichen Stellen in Katar dafür zu sorgen, dass ein Memorandum of Understanding zwischen der Internationalen Bauarbeitergewerkschaft und dem Arbeitsministerium geschlossen wurde, dass die Gewerkschaften ab 2017 gemeinsame Inspektionen auf den Baustellen gemacht haben und dass die Sicherheitsvorkehrungen auf den Baustellen zunächst mal auf den Stadienbaustellen, dann nach und nach aber auch noch auf weiteren Baustellen in Katar grundlegend geändert worden sind. Gewerkschafter und auch Menschenrechtsorganisationen bestätigen, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf diesen Baustellen europäischen und nordamerikanischen Standards entsprechen. Darum hat es auch so relativ wenig Todesfälle dann letzten Endes gegeben. Die Gewerkschaften hatten mal mit bis zu 4.000 toten Bauarbeitern gerechnet. Von der Zahl ist also weit und breit überhaupt nicht mehr die Rede. Sonst würden die Zahlen jetzt ständig auch von Gewerkschaften genannt werden. Also das ist nicht der Fall. Da hat dieser Druck auf jeden Fall etwas bewirkt. Ich will ganz kurz sagen, was hat sich insgesamt beim Arbeitsrecht getan und wo sind die Problemfälle noch heute? Also jetzt bin ich jetzt sozusagen beim aktuellen Stand. Es wurde das sogenannte Kafala-System abgeschafft, das heißt die Rechtsgrundlage, wonach früher die Arbeiter ihren Pass abgeben mussten, nicht alleine entscheiden konnten, ob sie den Arbeitgeber wechseln und so weiter. Die waren praktisch ja, in der Hand ihres aktuellen Arbeitgebers. Das ist vom Gesetz her geändert worden. Es gibt immer noch Fälle, wo einzelne Arbeitgeber, also insbesondere kleine Unternehmen, ob nun Bau oder ja auch viele andere Unternehmen in Katar, das nicht einhalten. Aber in großen Bereichen wird das inzwischen auch so durchgesetzt. Aber trotzdem wird es immer wieder welche Fälle geben, wo es noch nicht funktioniert. Es wurde ein Mindestlohn eingeführt, nicht nur für die Bauarbeiter, sondern für alle Arbeiterinnen und Arbeiter von Hausangestellten bis zu sonst etwas. Es wurden zusätzliche Maßnahmen gegen die Hitze eingeführt, Höchsttemperaturen, ab wo nicht mehr gearbeitet werden darf, längere Pausen gemacht werden müssen, Wasserstellen und all solche Dinge. Also auch das ist auf den Baustellen insbesondere erheblich verbessert worden. Es wurden Beschwerdestellen eingerichtet. Da hat es inzwischen auch um die 20.000 Verfahren gegeben. Die sind teilweise überlastet. Das ist immer noch ein Problem. Da muss noch mehr passieren. Und es wurden auch in hohem Maße schon Entschädigungen gezahlt. Das ist ja eine aktuelle Diskussion, dass ein Entschädigungsfonds gefordert wird für diejenigen, die auf den Stadionbaustellen verunglückt sind. Sind Entschädigungen gezahlt worden? Das geht teilweise bis zu 20.000 Euro. Also da hat es insgesamt, glaube ich, schon Millionenzahlungen gegeben, auch teilweise darüber hinaus. Es ist für 70.000 Arbeiter und Arbeiterinnen inzwischen eine Lebensversicherung eingeführt worden. Sowas hat es vorher nicht gegeben. Das hilft aber auch jetzt für die Zukunft. Und das sind so, wenn ich das richtig sehe, die wesentlichen Punkte. Da gibt es im Moment noch zwei Probleme. Das eine sind die Hausangestellten. Also daneben, das ist noch nicht alles 100% umgesetzt ist, gibt es noch zwei konkrete Probleme, die ich gerne ansprechen möchte. Das eine sind die Hausangestellten, die isoliert in einem einzelnen Haushalt arbeiten, teilweise nur eine oder zwei Personen und die natürlich nicht die Möglichkeiten haben, sich zusammenzutun, gemeinsam aktiv zu werden, wo auch Kontrollmöglichkeiten schwierig sind. Da müsste man überlegen, wie man da noch mehr machen kann. Die gehen leider immer unter, weil wir nur die Bauarbeiter diskutieren. Aber es gibt andere, wo dringender jetzt etwas getan werden müsste. Und es gibt noch das Problem mit den sogenannten Recruitment-Fees, das heißt die Anwerbekosten, die ein Arbeiter bezahlen muss. Da hat es zwar auch schon ganz viel Ersatzzahlungen seitens der Kataris gegeben. Das ist aber ein Problem, was sich nur mit den Entsendeländern, sprich Nepal, Indien, Pakistan, Sri Lanka und so weiter, letzten Endes klären lässt. Ganz kurz zu LGBTIQ. Die Innenministerin hat ja jetzt eine Sicherheitsgarantie für die Fans mitgebracht. Das Entscheidende ist aber die Frage, wie geht es den LGBTIQ-Personen vor Ort? Die werden nämlich diskriminiert und da wäre es wichtig, dass man
Und zwar mit Fingerspitzengefühl, weil anders funktioniert das nicht. Aber dass man dort auch tätig wird, ich arbeite da international auch mit einer, mit ILGA zusammen, das ist eine internationale Lesbian and Gay Association, die dort auch tätig sind, die auch mitgewirkt haben daran, welche Maßnahmen vor Ort getroffen werden für die Fans, aber sich eben insbesondere jetzt auch um die LGBTIQ-Personen in Katar, also die katarischen Personen selber kümmern. Es gibt ein Training für Volunteers, in dem auf Diskriminierungsfragen hingewiesen wird, in dem alle 20.000 Volunteers, die dort eingesetzt werden bei der WM, zum Beispiel ein Foto von der deutschen Nationalmannschaft mit Human Rights auf den Trikots sehen, eine Regenbogenfarbe sehen, Antidiskriminierung als ein wichtiger Punkt angesprochen wird. Also es wird vor Ort versucht, dort so viel wie möglich umzusetzen. Dann noch ganz kurz, es ging vor einer Woche oder zwei Wochen, bin ich noch in der Zeit, durch die Medien, die Frage Presse. Nach allem, was ich weiß, und bisher konnte mir auch niemand ein anderes Dokument zeigen, ist das, was an Akkreditierungsvoraussetzungen für deutsche und andere Medien gefordert wird, das, was bei sonstigen Großveranstaltungen auch der Fall ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Drehgenehmigungen für private Räume abgefragt werden müssen und auch Drehgenehmigungen für sonstige Orte. Als Frankfurter Sportdezernentin musste ich immer Drehgenehmigungen für unsere Schwimmbäder erteilen. Das ist der ganz normale Prozess. Bisher hat mir niemand sagen können, dass es etwas anderes ist, obwohl da teilweise dann Meldungen waren, man dürfte überhaupt nicht drehen, außer in den Stadien selber. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Sie sehen ja alles, was die deutschen Medien, Frau Engler-Stark hat es angesprochen, was gerade an Dokumentationen läuft. Das ist in allen möglichen Orten in Katar gedreht. Also es gibt Probleme mit der Pressefreiheit und hat es in der Vergangenheit auch noch stärker gegeben, aber die gehen nicht so weit, wie es hier teilweise dann dargestellt wurde. Ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Themen angesprochen. Ökologie können wir ja dann nochmal gesondert diskutieren, aber ich glaube, ich habe jetzt die 10 Minuten, oder? Genau, es wäre die Frage, ob Sie den Punkt Ökologie gerade noch doch kurz dranhängen wollen, da der ja auch im Presseüberblick am Anfang mit mehreren Punkten vorkam. Wenn Sie das gut, kurz noch ergänzen wollen, dann kann ich gerne nochmal die 2 Minuten, dann haben wir die Themen einmal aus Ihrer Sicht angesprochen. Ja, also soweit es möglich ist, wird versucht, dort auch mit neuer Energie, also mit Sonnenenergie insbesondere zu arbeiten. Die Kataris versuchen sehr wohl, Innovationen auch über die Weltmeisterschaft einzuführen und sich letzten Endes, weil sie wissen, auch das werden sie früher oder später insgesamt müssen, vom Öl unabhängig zu machen und vom Gas, das sie ja selber haben. Es ist richtig, 8 Stadien in so einem kleinen Land sind eigentlich Quatsch. Da sind wir aber jetzt sehr viel weiter, auch im internationalen Blick, als wir es im Jahr 2010 waren. Es war genauso in Südafrika, in Rio, in Brasilien, war es auch falsch, was dort gebaut worden ist. Also insofern ist das eine heutige Erkenntnis. Ein Teil der Stadien wird umgenutzt, 1 oder 2 Stadien werden abgebaut und woanders wieder aufgebaut. Aber es ist sicher richtig, von der Ökologie her hätte man das besser und anders lösen können und müssen. Nur war die Euro im vergangenen Jahr in 13 verschiedenen europäisch oder 12 verschiedenen europäischen Städten, was die Frage der Flugreisen von Fans anbelangt, ja nun auch nicht gerade sehr günstig. Also insofern ist dort, glaube ich, sehr viel mehr geflogen und das war ökologisch ein Problem, als da jetzt in Katar geflogen wird. Also ich bitte halt darum, einen differenzierten Blick zu haben, aber unter heutigen Gesichtspunkten würde man sicherlich auch ökologisch nochmal andere Anforderungen stellen. Wir sind halt alle inzwischen ein ganzes Stück klüger geworden und ich hoffe, dass wir uns daran in Zukunft auch halten.